Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Rob auf Dunkel zu Hübungerle gegen einen Terraner, gegen den Zuku. Ein ZVP, mal gucken, was für ein schönes Spiel hängt. Wir haben einfach mal gewonnen und ich würde sagen, wir hängen noch eine Folge dran, weil es doch ein bisschen sehr kurz eine 4-Sekunden-Folge. Bringt einen natürlich spielerisch nicht weiter und MMR wird auch nicht so geil geändert. So, dann drücken wir einfach mal das nächste Spiel an. Es ist endlich nicht mehr so warm draußen. Bin ich mehr ganz so doll am Spitzen. Das Internet geht dadurch auch wieder ein bisschen besser. Es ist stabiler als bei 36 Grad. Keine Ahnung, warum da immer bei der Primacom das Internet ausfällt. Oder bei Pure, jetzt ist es ja Pure. So, wir haben auch schon das nächste Spiel gefunden. Oder den nächsten Gegner, besser gesagt. 104 APM, eigentlich noch gar nichts gemacht, okay. Warte auf Spieler. Und dann geht's auch schon los. Wir spielen auf. Dunkles Refugium gegen den gleichen. Also wenn er nochmal rausgeht, dann weiß ich auch nicht. Also das ist dann komisch. Gegen den Zuku, Terraner. Geht er nochmal raus, schließt Wetten ab. Und diesmal nicht. Komisch. Oder doch. Was soll denn das? Warum spielt denn der dann, wenn er rausgeht? Ich würde sagen, wir hängen noch eins dran. Vielleicht finden wir mal einen Gegner, der auch spielen möchte. Wieder 20 MMR-Punkte nach oben bekommen. Super, gar nichts gemacht. Läuft bei mir. Der Mutti-Bär nimmt auch gerade 1 vs 1 auf. Genau. Wir machen heute gerade alle beide ein bisschen 1 vs 1. Vielleicht nachher noch ein bisschen 2 vs 2. Dann haben wir da ein paar Folgen, die wir bringen können. So. Was macht er denn so? Wie viele Spiele hat denn der? 580. Aber der ist dir. Warum geht er immer raus? Warum spielt er das Spiel einfach nicht? Jetzt auf Fundgrubel E gegen den Bumblebee. Zufall, ein ZV-Zufall. Dia-Spieler, mal gucken, was Schönes kommt. Vielleicht mal ein Spiel, was wir auch spielen können. Ja, sieht so aus. Dass wir hier mal eine Runde spielen können. Wir gehen natürlich gleich scouten. Als nächstes an den Oberlord dazu. Noch eine Drone. Die Drone ist mal für 2. So. Ja, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Missklick. Mehr Overlords, die müssen gleich kommen. So, der Overlord fliegt zur dritten. Der fliegt zur zweiten. Und meine Drohne geht schön scouten. Ich hoffe mal auf ein ZVZ. Wobei, ein ZVP wäre mal lieber. Und ich nehme jetzt die frühe Echse. Oder Hedge First, früh ist es nicht unbedingt. Okay, sieht auf den Protoss. Der ist Protoss. Wir müssen gucken, was er gebaut hat. Nur ein Pfeil. Exe First. Okay. Müssten wir theoretisch bestrafen. Wir brauchen mehr Mineralien. Werden wir auch tun. Das werden wir auch tun mit Roaches. Wir brauchen mehr Mineralien. Ein Gas genommen. Und dann noch ein Gas. Oder spielt er Schmiede? Das hat er denn vorne gebaut. Ne, ein Warpknoten. So, Speed drücke ich nicht an, weil die brauche ich nicht. Speed brauchen wir nicht. Das lohnt nicht. Und wir können aus zwei Sachen gleich Roaches produzieren. Wir brauchen mehr Mineralien. Noch ein Bobgate. Vielleicht gehen die Roaches los. Was macht diese Drohne hier? Kann damit hin. Der Overlord kann hier hinfliegen. So, Injects nicht vergessen. Roaches nehmen. Wir sammeln uns da vorne. Ich muss wissen, was hier kommt. Schmiede. Okay. Wir brauchen mehr Mineralien.
Ja, Schmiede kann kommen, Schmiede ist okay. Nein, ich brauche mehr Overlords, das ist ganz schlecht. Und ich habe eine Katze im Bildschirm. Ah, Katze, geh weg. Den kurz abbrechen, denn ich brauche die Ravager. Okay, können wir mehr Truppen bauen, mehr Overlords bauen. Ja, diese All-In-Noobs, ja, wenn du halt Accent tust, ne? Dann muss ich halt All-In spielen, was soll ich denn machen? Und ich würde sagen, wir hängen einfach noch eins dran, weil es war wieder ein ziemlich kurzes Spiel. Tja, All-In-Noobs, sagt er zu mir. Na sowas. Hätte halt einfach, hätte doch gesehen, was kommt. Er nimmt die Echse, warum soll ich da jetzt nicht all in? Und da ist der Inno-Video zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder dabei zu einschalten. Wenn nichts verpassen will, kann ich immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts ein Starcraft-Projekt, unten rechts ein anderes Projekt. Die nächste Folge wird etwas länger. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch einer dranhängen, aber das nächste Spiel, das geht über 20 Minuten. Und dann wäre die Folge ein bisschen explodiert. Ich hoffe trotzdem, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Und tschüss.